Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Ich trinke jetzt gerade meinen letzten Kaffee und dann werde ich mal umsteigen auf ein bisschen härtere Geschichten. Prost! Jetzt kommt erstmal unser Jingle. Scherz beiseite, wir machen jetzt einen kleinen Cocktail mal wieder mit Lilith. Das ist ein Lilith Winter Theme. Habe ich gefunden im Internet, finde ich ganz geil, schmeckt irgendwie ganz gut und warum soll ich euch den nicht näher bringen? Das Lilith Winter Theme ist verhältnismäßig easy zu machen. Wir brauchen gar nicht so viel dafür, ein bisschen Lilith, Tonic Water zum Auffüllen, ein Zimtsirup, eine Birne, ein Glas mit ein bisschen Eis. Ich habe da so einen riesengroßen Eisklotz drin liegen. Eine Zitrone für frischen Zitronensaft. Eigentlich gehört da ein Birnensaft rein, ein reiner. Ich habe aber jetzt gerade keinen reinen Birnensaft bekommen. Ich habe jetzt so einen Mix zwischen Apfel und Birne. Mal sehen, wie das schmeckt. Wird bestimmt auch ganz cool. Und dann lass uns mal beginnen. Als erstes muss ich wieder meine Zitrone auspressen, weil wir wollen ja frischen Zitronensaft verwenden. Eventuell könnte man da auch eine Limette benutzen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich, glaube ich, beim nächsten Mal ausprobieren. Wo ich hier gerade so am Machen bin, wäre es ganz toll, wenn ihr uns abonnieren würdet, wenn ihr uns einen Daumen geben würdet, wenn ihr euch dieses Video gefällt. Mache ich jetzt so einen Lärm, Frank? Ich drücke mal eben meine Zitrone hier aus. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die natürlich immer gerne unten reinschreiben. Wir freuen uns immer über Kommentare. Nur keine Frechheiten, die mögen wir natürlich auch nicht. Die mag aber ja keinen Creator bei YouTube. Von daher, ja, wenn ihr euch mitteilen wollt, immer gerne. Ich freue mich. Ich habe hier schon mal mein Glas wieder hingestellt. Ich tue mir jetzt 3 cl Zitronensaft dort hinein. Dann brauchen wir 5 cl Lilith. Normalerweise gieße ich sowas ja immer so aus dem Handgelenk, weil ich finde das viel zu umständlich so. Schönen Schweinkram mache ich hier auch schon wieder. Dann brauchen wir 5 cl Birnensaft. Das ist bei mir heute leider so ein Kombi. Birne-Apfel. Und wir brauchen 3 cl von dem Zimtsirup. Da gibt es ja verschiedene auf dem Markt. Wir haben jetzt diesen hier bekommen, weil die den bei uns hier ganz gut haben. So. Damit haben wir das alles soweit da drin und dann wird das Ganze gleich aufgefüllt mit dem Tonic Water. Subi, dann noch ein bisschen garnieren. Ich habe mir schon mal so ein bisschen Deko zurechtgeschnitten. Ein schönes Stückchen Birne stecken wir uns jetzt hier dran. Einen großen schönen Strohhalm tun wir hinein. Ein bisschen Thymian. Super, das sieht doch schon mal genial aus. Da steht unser Lilith Winter Theme mit Lilith drin, Tonic Water, Zimtsirup, frischer Zitrone, ein bisschen Birne haben wir hier sogar und ein bisschen Thymian. Schön, wir haben jetzt nur ein großes Stück Eis. Ich habe so große Eisdinger neulich gekauft. Man kann das aber auch wunderbar, wenn man möchte, auch mit gecrushedem Eis machen, dann wird das ein bisschen schneller kalt, verwässert aber wesentlich schneller. Wunderbar. So, dann machen wir kurz probieren. Diese Birnen-Apfel-Kombi, die kommt auch ganz geil. Das finde ich echt gut. Ein Hauch säuerlich, aber sehr lecker. Wirklich tolles Getränk. Bringt echt Spaß. Und ja, sollte euch dieses kurze, schnelle Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu oder irgendwelche Anregungen oder wollt uns nur loben, dürft ihr das gerne unten tun. Und macht das Glöckchen an, damit ihr nicht verpasst, wenn wir neue Videos machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und ich sage Tschüss. Und Frank von footblockhamburg.de. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das wird schon morgen sein und morgen veröffentlichen wir, was haben wir denn heute Morgen gemacht? Ach, wir haben heute Morgen ein Buttermilchbrot gebacken. Schau dir das Video auch an. Ist ein schönes Video. Ciao, ciao.